Wunderbar, herzlichen Dank. Schön, dass Sie alle da sind. Wir freuen uns sehr zur dritten Veranstaltung des GU-Dialogs in diesem Wintersemester. Der GU-Dialog ist die Vortragsreihe des GUD, das ist das Institut für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Ein interdisziplinäres Institut, in dem Designer, Informatiker und Sozialwissenschaftler an gemeinsamen Projekten arbeiten. Heute Abend einmal in eigener Sache diese Homepage von uns für Sie. Wir würden gerne von Ihnen wissen, also wenn Sie ein Smartphone dabei haben, können Sie das auch direkt machen. Da gibt es eine Umfrage. Wir wollen nur kurz von Ihnen wissen, wie Sie von dieser Veranstaltung gehört haben. Also es wäre sehr nett, wenn Sie da einmal kurz draufklicken würden und uns das sagen würden. Das interessiert uns sehr. Gut, also heute pünktlich zum hell erleuchteten Weihnachtsfest reden wir über den Blackout, über den Stromausfall. Ja, denken Sie etwa an letzten Sonntag, da lag der verkehrsreichste Flughafen der Welt, Atlanta, für, ich glaube, 17 Stunden lahm wegen eines Stromausfalls, ausgelöst durch einen Kabelbrand. Und jetzt gerade aktuell haben wir eben erfahren, in Nienberge ein kleiner Stromausfall, der, glaube ich, auch immer noch anhält. Also das Thema ist aktuell, aber auch so in Atlanta war es ja so, nach 17 Stunden war dann aber auch der Strom wieder da. Aber was passiert, wenn das nicht so schnell geht? Ja, also ein viel größerer, ein viel weitreichender Stromausfall. Was dann passiert, das ist heute Abend unser Thema. Und da sind wir sehr froh, mit Herbert Sauruck, einen ausgewiesenen Fachmann auf diesem Gebiet, heute zu Gast zu haben. Herbert Sauruck ist Experte für die Vorbereitung auf den Ausfall lebenswichtiger Infrastrukturen. Er war 15 Jahre Berufsoffizier des österreichischen Bundesheeres und dort zuletzt im Bereich Cybersicherheit zuständig. Und er ist Mitbegründer des Vereins Cyber Security Austria. Er arbeitet heute als Autor und als Dozent für Vernetzung und Komplexität an der FH Technikum Wien. Sein Hauptthema ist das europäische Stromversorgungssystem und das Szenario eines sogenannten Blackouts, eines europaweiten Strom- und Infrastrukturausfalls. Gut. Von meiner Seite war es das schon. Nach dem Vortrag, wie immer, Fragen, Diskussionen, die wir dann nochmal danach draußen im Foyer weiterführen können. Da gibt es dann auch noch ein kleines Catering, ein paar Stullen und Getränke. Gut, damit übergebe ich an Herbert Sauruck und seinen Vortrag zum Blackout. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung und für die Einleitung, für die Vorstellung. Und danke an Sie, dass Sie heute Abend gekommen sind. Ich glaube, die Alternative, Bundstandel und so weiter, wäre auch nicht so schlecht, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Jetzt wurden schon zwei Vorfälle angesprochen. Ich möchte Ihnen darstellen, dass es da bei diesem Thema, das ich Ihnen heute darstellen möchte, um ein bisschen anderes Thema geht. Obwohl die Ursache immer ähnlich ist, aber von den Auswirkungen her werden Sie sehen, völlig anders. Vorstellen brauche ich mich jetzt nicht mehr. Ich beschäftige mich eben seit 2012 mit dem Thema Vernetzung und Komplexität. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Vor allem, welche Auswirkungen könnten in der Infrastruktur damit verbunden sein? Und ja, versuche vor allem das Thema Stromausfall oder europaweiter Stromausfall und diese Abhängigkeiten ins Bewusstsein zu rücken, weil wir hier sehr schlecht vorgesorgt haben. Ja, das Thema, von dem das Ganze ausgeht, sind kritische Infrastrukturen, strategische Infrastrukturen, wie wir in Österreich sagen, weil kritisch ist so negativ behaftet, hier einige dargestellt. Und die Realität schaut nicht so sauber geordnet aus, wie die Bilder das vermitteln, sondern es sind viele Vernetzungen zwischen den verschiedenen Infrastrukturen und Betreibern vorhanden. Und wir sprechen hier von den Lebensadern unserer Gesellschaft. Das ist uns meistens nicht so bewusst, weil das hervorragend funktioniert und eigentlich sehr selbstverständlich für uns ist, dass das Ganze auch funktioniert. Daher ist unsere Wahrnehmung, die Qualität ist sehr gut, die Services sind sehr gut. Ich weiß, wir mauzen manchmal darüber, dass nicht alles so gut ist, aber wenn wir mal in anderen Ländern waren, dann weiß man, wie gut es bei uns funktioniert. Daher glaube ich durchaus sagen zu dürfen, dass das sehr gut ist und auch die Verfügbarkeit. Und das ist auch ein wichtiger Punkt gleich, der uns auch zum Stolperstein wird,
weil wir gewohnt sind, dass das alles so gut funktioniert, die Stromversorgung, aber auch Lebensmittelversorgung, Verkehr und so weiter, ist das einfach so selbstverständlich für uns, dass wir das quasi schon als Naturgesetz annehmen. Und Beispiele im Atlanta gerade angesprochen, auch da gibt es immer wieder größere Ausfälle, nicht nur am Flughafen, aber dort ist man anders aufgestellt. Und das sind wir in Mitteleuropa nicht und das ist genau unser Stolperstein. Warum komme ich da noch dazu? Das Ganze funktioniert auch sehr effizient, heute sehr wichtig. Alles muss immer effizienter werden, jedes Jahr ein paar Prozent mehr. Geht eigentlich recht gut auch, wenn man sich anschaut, wie das eigentlich optimiert ist. Hut ab, was da alles technisch möglich ist und auch gemacht wird und auch insgesamt. Das eine hat nur einen kleinen Haken. Und zwar, wenn es einmal zur größeren Störungsfall kommen sollte, so wie ich ihn darstellen werde, dann wäre das ziemlich schnell ein Riesenproblem, dass wir uns so organisiert haben. Natürlich wird hier einiger Aufwand betrieben, um das zu verhindern, nennt sich dann schutzkritische Infrastrukturen, KRITIS in Deutschland auch als Begriff, weil es darum geht, einfach das zu verhindern, dass diese Verfügbarkeit, diese Services eben immer verfügbar sind. Nur das Problem ist, es gibt nirgends eine hundertprozentige Sicherheit und daher auch oft das Problem, dass wir uns wenig Gedanken dazu machen, was bedeutet, wenn diese Sicherheit, dieser Schutz nicht mehr funktioniert. Und gerade hier am Campus, wo es auch um IT-Themen geht, wo wir wissen, dass es immer schwieriger wird und immer aufwendiger wird, daher auch die Möglichkeit besteht, dass mal was schief geht. Und die Frage ist dann, wie wir als Gesellschaft und vor allem wir als einzelne Menschen mit sowas umgehen könnten. Ja, natürlich die Frage aber bisher, weil es eigentlich schon seit Jahrzehnten bestens alles funktioniert. Mein Gegenargument dazu ist einfach, es gibt auch sehr viel Scheinsicherheit. Und je nachdem, wo Sie tätig sind oder einen Einblick haben, werden Sie wissen, dass nicht alles, was so nach außen kommuniziert wird und der Schein ist, auch wirklich der Realität entspricht und was im Hintergrund oft vielleicht so in die Hose geht. Aber zum Glück nicht so, dass es nach außen dringt. Das andere ist das Megathema Digitalisierung, auch in Deutschland, Österreich speziell thematisiert, Industrie 4.0 und sonstige Begriffe, wo auch gewisser Handlungsdruck da ist, weil man sagt, ja, wir müssen aufschließen, schneller werden, sonst sind die anderen vorne und übernehmen das Ganze. Das schafft aber auch gewisse Schattenseiten und grundsätzlich diese Schattenseiten gibt es immer. Es gibt immer zwei Seiten. Wenn es eine positive Seite gibt, gibt es auch eine negative Seite und das kann man für alles thematisieren. Und das ist genauso bei diesem Thema. Einerseits bei der Vernetzung, wie auch in der Sicherheit. Ein Beispiel, das ich Ihnen kurz darstellen möchte, einige werden es wahrscheinlich kennen. Mit Vernetzung entsteht Komplexität und Komplexität bedeutet zum Beispiel höhere Dynamik oder kleine Ursache, große Wirkung. Das bedeutet, wenn man das Beispiel hernimmt, Internet of Things, auch so ein Modebegriff oder ein Thema, das uns sehr vorantreibt. Das sind kleine Computer, die für sich genommen nicht sehr leistungsstark sind. Zumindest nach unserem Maßstab, was wir heute im Allgemeinen verwenden. Die Hersteller meistens nicht unbedingt aus der IT-Ebene, nicht sehr IT-Sicherheitserfahren, Fachpersonal fehlt, der Sicherheit kein Thema ist, es ist ja nur ein kleiner Computer, kann nicht viel anrichten. Der Kunde sagt, ich will billiges Gerät und keinen Aufwand, Plug and Play und es soll funktionieren und nicht, ich muss Updates einspielen, Sicherheitsmaßnahmen treffen, das ist alles lästig und Spaßverderber. Das heißt für beide eigentlich eine Win-Win-Situation auf den ersten Blick. Das Problem ist, dass es halt leider auch Mitmenschen gibt, die es nicht so gut mit uns meinen oder ihre eigenen Businessmodelle entwickeln. Und ein so ein Businessmodell ist, diese vielen Millionen oder mittlerweile Milliarden Kleincomputer, die derzeit auf der Welt bereits im Internet hängen, einfach einzusammeln. Und ihre Schwachstellen, die da drauf sind und die man auch nicht mehr patchen kann oder irgendwie beheben kann, zu nutzen. Und was wir eben vor einem Jahr erstmalig gesehen haben, Mirai, als Botnetz, das haben wir bisher in der Office-IT-Welt nicht gesehen. Einfach von der Größe her und auch von den Möglichkeiten. Und der besondere Charme von Internet of Things ist, dass diese Dinge rund um die Uhr mit dem Internet verbunden sind. Im Gegensatz zu Office IT, wo es doch immer wieder
wenn man ein bisschen Energieeffizienz ausschaut, zumindest über Nacht abgeschaltet sein soll, zumindest gewisse Systeme. Und diese Dinge sind rund um die Uhr verfügbar und daher auch rund um die Uhr angreifbar und rund um die Uhr für eigene Zwecke nutzbar. Und was da passiert ist, ist, dass man jetzt Millionen solcher Schwachstellen genutzt hat, um Infrastruktur anzugreifen. Der bisherige größte Vorfall war, dass man in Nordamerika potente Provider angegriffen hat. Zuerst einen Sicherheitsforscher und dann aber auch wirklich große Player wie Netflix, Google, Amazon. Die waren über Stunden nicht mehr oder nur mehr schwer erreichbar. Das heißt, der Service dahinter, jetzt bei Amazon, Online-Shopping war kaum mehr möglich, weil so massiver Traffic auf diese Provider geleitet wurde, also sinnlose Anfragen und damit einfach eine Überlastung erzeugt wurde, ein DOS-Angriff, Denial of Service oder Distributed Denial of Service Angriff und das eben dann zu diesen Problemen geführt hat. Und wir haben das erst vor einem Monat circa auch in Europa gesehen, einen größeren Stil, wo auch Infrastruktur betroffen war, und zwar war die schwedische Bahn betroffen. Auch dort kam es zu Verzögerungen im Bahnverkehr, weil die einem solchen Angriff unterlegen sind. Und der kleine Ursache, das Einzelding, das in einem Toaster, in einem Router, in einer Kamera drinnen ist, für sich genommen keine wirkliche große Leistungsfähigkeit, aber in Verbund gefährliche Sache. Und eigentlich ist die Sicherheitscommunity sich einig, dass es nur eine Frage ist, bis es zu noch schwereren Vorfällen kommen wird. Und wo nicht nur ein Online-Shop betroffen ist, das ist tagtäglich eigentlich der Fall, wo man erpresst und Geld versucht damit zu machen, sondern dass man irgendein falsches Ding erwischt wird oder ein falscher Provider, wo dann auch Infrastruktur ausfällt. Ein anderes Thema, das wir auch massiv heuer angesehen haben, war Ransomware, also Schadsoftware, die ihre Daten verschlüsselt. Und dann kriegen Sie eine Aufforderung, Sie können so viel Bitcoins oder Teile von Bitcoins zahlen und dann bekommen Sie einen Schlüssel. Und in der Regel funktioniert das auch, wenn Sie das bezahlen, weil das ja ein Geschäftsmodell ist. Weil wenn das nicht funktioniert, dass die Daten wieder entschlüsselt werden, dann würde niemand bezahlen. Der ist das durchaus professionell aufgebaut. Und man kann durchaus sagen, die Kriminellen sind hier uns einige Stufen voraus, was im vernetzten Denken und professionellen Zusammenarbeiten betrifft. Ja, und das ist nicht nur auf Einzel-PCs im Privatbereich gegangen, sondern zunehmend auch gezielt wieder Infrastruktur betroffen, vor allem Krankenhäuser. Die eine Welle, die in den Medien ziemlich aufgeschlagen ist im Juni, die war auf britische Krankenhäuser. Aber ich habe da bei der Veranstaltung im Mai, war das glaube ich, auch gehört, in Berlin, dass es mittlerweile auch 200 Spitäler in Deutschland erwischt hat. Das ist meistens nicht so in den Medien aufgetaucht. Ein besonderer Vorfall wurde sehr bekannt im Schwarzwald, aber die meisten Vorfälle fallen nicht so auf. Das heißt, die Daten sind nicht mehr verfügbar und auch das medizinische Service wird dann nur mehr schwer erbringbar, weil heute alles von der IT abhängt. Das andere Thema zeitgleich dort betroffen war die Deutsche Bahn. Ich weiß nicht, ob jemand auch betroffen war. Dort ist die Anzeige ausgefallen, weil eben ein Teil dieser Infrastruktur dahinter auch verschlüsselt worden ist. Ein anderer Vorfall, und das auch als Gegenbeispiel zu Atlanta, weil man sagt, okay, Amerika, eh klar, die haben schlechtere Infrastruktur und pipapo. Aber auch wir hatten im Juni, war das glaube ich auch, einen großen Ausfall in der IT durch einen Stromausfall ausgelöst in Großbritannien. British Airways wird betroffen. Das Buchungssystem, gar nicht das Flugsystem selbst war betroffen, sondern das Buchungssystem. Die Folge war, dass 75.000 Passagiere nicht fliegen konnten oder nur mehr verzögert fliegen konnten. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist, Vernetzung bedeutet, ja, Patch-Kabeln, das können wir uns noch vorstellen, das ist noch sichtbar und greifbar und dann digital 0 und 1 können wir uns auch noch vorstellen. Aber in Wirklichkeit geht es um eine eher chaotische Vernetzung im Hintergrund. Sie ist zwar auf den ersten Blick noch irgendwie angreifbar, aber wenn man wirklich im Detail hineinschaut, dann meistens nicht mehr. Und das Problem ist dabei, dass diese chaotische Vernetzung die Komplexität von Systemen steigt und damit auch die Verwundbarkeit.
nicht nur dieser technischen Systeme, sondern vor allem von uns Menschen. Und das ist uns noch weniger bewusst. Das heißt, Störungen in vernetzten Systemen neigen dazu zu Dominoeffekten. Ein Ausfall führt zu weiteren Ausfällen, so wie dieser Stromausfall in Atlanta. Eigentlich unvorstellbar, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber dass dort der gesamte Flugverkehr an diesem Flughafen zum Erliegen kommt, dürfte normal nicht passieren. Und es gab auch Berichte, wo Experten gesagt haben, das ist eigentlich unmöglich, dass sowas passiert. Aber es passiert offensichtlich. Das Gleiche wie bei British Airways, das dürfte eigentlich nicht passieren, aber es passiert. Und die Dinge beginnen sich doch zu häufen, je mehr solche komplexen Systeme entstehen. Und das Problem ist, dass unser Risikomanagement, um sowas überhaupt mal zu verhindern, mit der Schutz und Sicherheit, für diese systemischen Risiken, die da entstehen, nicht geeignet ist. Das ist auf determinierte Systeme geeignet, wo ich das noch irgendwie eingrenzen kann, aber nicht, wo ich nicht mehr weiß, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Und da gibt es auch eine aktuelle Studie, oder wird schon länger daran gearbeitet, auch Komplexitätsforscher, Netzwerkforscher, Shlomo Havlin, ein Israeli, der war jetzt letzte Woche auch in Wien zu einem Vortrag und der sagt, gerade Stromnetze sind aufgrund ihrer Struktur viel gefährdeter, als wir uns denken. Und das hat sich im Alltag zum Glück noch nicht gezeigt, aber so wie derzeit die Dinge sich entwickeln, wird das immer gefährlicher, diese Zusammenspiele. Also es geht schon mal um die Struktur, wie das aufgebaut ist und was dann noch zusätzlich im Laufen ist. Das sind Dinge, die uns wahrscheinlich in naher Zukunft ziemlich beschäftigen werden. Damit möchte ich jetzt von der IT-Welt rüberschwenken zum eigentlichen Thema, zum Thema Stromversorgung und zum Thema Blackout. Was ist überhaupt ein Blackout? Muss man definieren, weil es gibt sehr unterschiedliche Begriffe oder Bedeutungen, die damit verbunden werden, oft Gedächtnisausfall oder irgendein Kleinausfall. Nein, wenn ich von Blackout spreche, dann spreche ich von überregional, das heißt weite Teile Europas betreffend, länger andauernd, 12 Stunden aufwärts, 12 Stunden, aber diese Aussage gilt für Österreich. Die Aussage für Deutschland, die es dazu gibt, lautet mindestens 6 Tage. Und es geht nicht nur um diesen Stromausfall, wo wir jetzt die lokalen Beispiele schon gehört haben, sondern auch um einen Infrastrukturausfall. Diese kritischen Infrastrukturen, die ich schon angesprochen habe, dass diese auch ausfallen. Und das ist, was bei einem lokalen Ausfall, so wie gerade jetzt auch im Norden von Münster, nicht passiert. Vielleicht kleine Einschränkungen, aber die Masse funktioniert weiter. Und das ist bei einem Blackout eben nicht mehr der Fall. Ja, wir sind jetzt auf einer Fachhochschule. Wie wahrscheinlich ist so ein Ereignis wissenschaftlich betrachtet? Die positive Nachricht ist, es gibt keine Evidenz dafür. Warum? Das letzte Ereignis, wo mehrere Länder in Europa betroffen waren, ist bald 42 Jahre her, waren Deutschland, Österreich, Schweiz betroffen, ausgelöst durch einen Waldbrand. Wer kann sich noch erinnern daran? Oh, jetzt zeigt jemand auf. Die Masse nicht. Ich war auch gerade 2 Jahre alt, also kann mich auch nicht erinnern. Wie viel IT hatten wir damals? Nix. Eigentlich de facto nichts. Es gab schon erste Computer irgendwo in Spezialzentren, aber im Wesentlichen nichts. Wie alt ist das Smartphone? 10 Jahre. Smartphone gibt es 10 Jahre. Ist irgendwie kaum vorstellbar, aber das ist erst 10 Jahre alt, heuer geworden. Das heißt, diese ganzen Dinge gab es noch gar nicht. Und daher waren die Auswirkungen auch andere als heute. Sie werden. Die schlechte Nachricht ist, in meiner Fachwelt gibt es eine sogenannte Truthahn-Illusion. Und zwar die besagt, der Truthahn gewinnt mit jeder Fütterung das Vertrauen in seinen Besitzer. Der kann es ja nur gut meinen. Das Problem ist, ihm fehlt die wesentliche Information, dass das nur einem Zweck dient. Und das löst immer Schmunzeln aus, aber wenn wir ein bisschen in unsere eigene Welt schauen, dann verhalten wir uns ähnlich. Wir schauen in den Rückspiegel, wie es bis jetzt gelaufen, alles super, linear fortgeschrieben, es muss immer so weitergehen. Und das ist das Trügerische an der ganzen Sache und auch gleichzeitig Gefährliche, weil es eben keine Entwicklung
in der Geschichte gibt, die immer linear weitergegangen ist. Es war immer zyklisch, es gibt immer wieder Auf und Ab und halt auch im System, dass sie auch versagen können. Und daher ist die wesentliche Frage, werden wir darauf vorbereitet? Und diese Frage müssen Sie dann nach meinem weiteren Beitrag selbst beantworten, ob Sie glauben, dass Sie vorbereitet sind oder wir als Gesellschaft vor allem. Die Sache ist so, dass wir grundsätzlich davon ausgehen sollten, dass sowas jederzeit möglich ist. Wie gesagt, das letzte Ereignis ist schon 42 Jahre her. So wie die Situation derzeit im Stromversorgungssystem ist und auch in absehbarer Zeit sich entwickelt, gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten 5 Jahren sowas erleben. Ich habe natürlich auch keine Glaskugel. Ich beschäftige mich jetzt aber seit 6 Jahren mit diesen Dingen. Und so wie ich das am Anfang eher systemtheoretisch mal abgehandelt habe, haben sich viele Dinge mittlerweile in der Praxis bestätigt, leider. Und so wie die Entwicklungen eben auf die nächsten 5 Jahre absehbar sind, Atomausstieg, fehlende Leitungen, weitere Kraftwerksumbau, ist es eigentlich nicht möglich, dass das gut gehen kann. Wobei grundsätzlich die Energiewende ist unverzichtbar aus meiner Sicht auch. Nur mit unserem großtechnischen Denken wird sie nicht gelingen. Wir müssen anders herangehen. Habe ich später noch ein paar Punkte dazu. Wir brauchen ein dezentralisiertes System, nicht nur dezentrale Erzeugung. Aber das ist ein Kernthema, was führt zu einem Blackout. Also es wird tagtäglich sehr viel Aufwand betrieben, um das zu verhindern. Und das ist heuer vor allem in Österreich extrem explodiert, von den Kosten her. Also wir haben heuer schon 93 Millionen die ersten 10 Monate für die Netzstabilisierung ausgegeben. Das war das Dreifache vom letzten Jahr und das Vierfache vor 2 Jahren. Und das sind dann doch Summen, die nicht mehr so einfach wegzustecken sind. Und vor allem, es geht ja nicht nur ums Geld, das ist eine Sache, sondern es geht, dass dahinter Hardcore-Maßnahmen notwendig sind. Kraftwerke zu wegschalten. Für Deutschland habe ich 2 Zahlen, aktuell habe ich noch keine, das ist nicht so eindeutig publiziert. 2015 waren es 1,6 Milliarden Euro, 2014 1,1 Milliarden. Das ist kein Aufwand für Infrastrukturausbau. Das ist nur tagtäglich Kraftwerke zu, wegschalten, irgendwas umzuorganisieren, damit es nicht passiert. Und dann gibt es, also das eine Problem ist diese Stresssituation, die seit Jahren massiv steigt, eigentlich exponentiell im Stromversorgungssystem. Und das ist wieder aus dem Systemischen, wo man sagen kann, jedes System, das über 80% belastet wird, ist auf Dauer nicht lebensfähig. Das wird irgendwann stolpern. Ob das bei uns bei Menschen mit Burnout dann passiert oder auch im Technischen, es ist einfach diese Erfahrung, dass das nicht gut gehen kann. Wir wissen zwar nicht, wo die 80% und wo die 100% sind, weil man das erst im Nachhinein dann vielleicht feststellen kann, aber so wie das unterwegs ist, ist schon sehr angespannt. Und dann gibt es halt noch andere Ereignisse, die dazukommen können und diesen berühmten Tropfen bilden, das dann das Fass zum Überlaufen bringen. Das heißt, mein präferiertes Szenario unter Anführungszeichen ist das Systemversagen. Das heißt einfach Komplexitätsüberlastung, Kollaps von sich aus, ohne externen Eingriff. Warum präferiert? Weil ich davon ausgehe, dass da am wenigsten Infrastruktur kaputt wird und es am raschesten möglich ist, das Ganze wieder hochzufahren. Das heißt, alles, was ich jetzt dann weiter ausführe, ist dieses Best-Case-Szenario. Wenn es ein anderes Ereignis ist, wie etwa ein Cyberangriff oder auch ein Erdbeben, wo wesentliche Infrastrukturkomponenten zerstört werden, dann wird es wahrscheinlich länger dauern. Zumindest um wieder ein häufig stabiles System hochzukriegen. Cyberangriffe, müssen wir jetzt gut aufpassen, weil diese Woche ist wieder Jahrestag. Das ist nicht nur fiktiv, sondern am 23. Dezember 2015 wurde in der Ukraine durch einen Cyberangriff ein Blackout ausgelöst. Die Operator haben zugeschaut, wie die einfach einzelnen Schalter umgelegt wurden. Und sie konnten nicht mehr eingreifen. 2016 gab es erneut einen Angriff in der Ukraine, der aber nicht zum finalen Abschalten geführt hat. Und die internationalen Untersuchungsberichte kommen zum Schluss, dass es ein Testlauf war und dieser Angriff überall anders auch möglich wäre, auch bei uns. Mit weniger Adaption, nur wenn bei uns sowas passieren würde,
wir werden nicht so schnell wieder hoch, weil wir wesentlich mehr automatisiert haben und nicht mehr diese Rückfallebenen haben, sprich weder das Personal noch die Technik, um noch irgendwas dann zu machen. Und man kann dann nicht einfach wieder einschalten, sondern man muss zuerst sicherstellen, dass das sauber ist, weil sonst passiert man das Gleiche gleich wieder. Es gibt auch eine aktuelle Dokumentation, auf Dreisat ausgestrahlt, ist jetzt noch auf YouTube verfügbar, Strom aus, wie sicher sind unsere Netze, wo versucht wurde, verschiedene Aspekte zu adressieren. Das Cyberthema, auch Klimawandel, die sehr gut gemacht worden ist und wo das verdeutlicht wird, was da heute alles notwendig ist und welche Problemlagen da eigentlich tagtäglich zu bewältigen sind. Ja, was passiert? Wenn einmal der Dominostein im Stromversorgungssystem umfällt, dann geht das ziemlich rasch. Und das wissen wir aus dem größten oder aus der größten Großstörung, die es bisher im europäischen Verbundsystem gab, 2006, ausgelöst durch eine Leitungsabschaltung, eine geplante Leitungsabschaltung über der Elbe. Ems, um ein Schiff durchzulotsen. Das wird jährlich mehrfach durchgeführt, weil einfach der Sicherheitsabstand nicht passt. Und ja, es war schlecht abgesprochen, falsche Einstellungen, es ist dann ein Produktionsunterschied dazugekommen und 19 Sekunden später war es auch in Teilen von Spanien finster. Aber es war kein Blackout, also es ist nicht die Frequenz auf Null gewesen, sondern es ist in drei Teilinseln zerfallen. Die Westhälfte war auf 49 Hertz, also normal 50 Hertz, um das Stromnetz zu betreiben. Und es ist bis 49 Hertz runtergegangen. 10 Millionen Verbraucher wurden weggeschaltet, um das noch zu stabilisieren. Das ist geglückt. Und es gehen eigentlich heute alle Techniker davon aus, dass sowas nicht mehr glücken kann unter den heutigen Rahmenbedingungen. Also das geht dann ziemlich flott und das Problem ist aber nicht nur das. Damals ist binnen 2 Stunden gelungen, wieder das so zu stabilisieren, dass wir es wieder zusammenschalten konnten. Es war auch Samstag auf Sonntag in der Nacht, daher stabile Situation. Aber wenn das dann weitergehen würde, also nicht mehr abgefangen werden kann, dann führt das zu einer Kettenreaktion und zwar in allen anderen Infrastruktursektoren. Und das war auch vor 11 Jahren noch nicht so der Fall, beziehungsweise weil auch nicht das Komplettsystem ausgefallen ist. Aber auch in diesen wenigen Jahren, in dieser Dekade, sind die Vernetzungen massiv gestiegen. Haben wir schon vorher angesprochen, Smartphone gab es noch gar nicht damals. Und das Kritische dabei ist, darum auch kettenreaktionsmäßig bildlich dargestellt, wir wissen nicht mehr, wie wir die Systeme hochkriegen. Weil heute viele wechselseitige Abhängigkeiten da sind und wenn das eine nicht funktioniert, kann ich das andere nicht starten und dann wieder rückwirkend. Das ist so wie das Problem Smart Grid als Zukunftsthema, wenn ich die Stromversorgung von der IT abhängig mache und die IT ist von der Stromversorgung abhängig, habe ich eigentlich einen Deadlock. Darf nicht sein, das muss anders funktionieren. Vor allem im Telekommunikationsbereich, aber da komme ich noch dazu. Gleich. Da ein paar Zahlen, das ist aus einer Fernsehsendung, wie lange in etwa die Telekommunikation funktionieren könnte, sollte. Sie können davon ausgehen, Mobilfunk im Gegensatz zum lokalen Stromausfall sofort, vor allem im städtischen Raum, weil die Mikrozellen sind nicht notstromversorgt. Das heißt, der Rest bucht sie dann bei den wenigen Basisstationen ein, die sind bis zu 2 Stunden oder da nur eine halbe Stunde, kommt drauf an, wo man ist. Notstrom versorgt, aber wenn sich dort alles einbucht, haben sie sofort Überlastung und es funktioniert nicht mehr. Haben Sie auch gesehen, letztes Jahr bei den Terroranschlägen in Brüssel, das ist um 8 Uhr in der Früh passiert und um 17 Uhr hat das Mobilfunknetz wieder genutzt werden können. Dazwischen war das tot. Aber da war keine Infrastruktur ausgefallen, das war reine Überlastung. Und auch im Festnetz gibt es sehr viele Abhängigkeiten. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass das sehr rasch nicht mehr verfügbar ist. Und entscheidend ist immer das schwächste Glied im System. Das ist meistens beim Hausanschluss, aber es kann auch dahinter sein. Mittlerweile sehr viele Lichtwellenleiter ausgebaut, Breitbandinitiative. Aber auch dort habe ich dann immer Strombedarf. USV-Absicherung gibt es zwar, aber aus der Erfahrung weiß man auch, dass die oft
versagen, wenn es darauf ankommt. Und wenn nur eine ausfällt, reicht es, um die Kette zu unterbrechen. Ein Aspekt, der mir besonders Sorgen bereitet, sind diese Bauteile. Nennen sich Kondensatoren, wer es nicht erkannt hat. Heute meistens viel kleiner. Und zwar gibt es da Erfahrungen aus dem Infrastrukturbetrieb, also 24/7, dass bis zu 30% von Netzteilen, wo auch diese Bauteile drin sind, kaputt werden. Erst jüngst wieder auf einer Veranstaltung, wo jemand gesagt hat, ja, bei mir ist 7 Jahre das ganze Grenz, der Serverpark, dann Stromausfall, nicht mehr ausgereichte Notstromversorgung, 30% der Netzteile kaputt, 15% der Festplatten kaputt. Und genau diese Netzteile sind ein wesentlicher Bestandteil der Telekommunikationseinrichtungen. Und wenn das lokal passiert, dann kann man das irgendwie kompensieren. Man kann auch telefonieren, man kann auch irgendwie Ersatzteile auftreiben. Wenn das aber großflächig passiert, dann gibt es diese Ersatzteile nicht und man kann sie auch nicht organisieren, weil man nicht mehr kommunizieren kann. Und daher die wesentliche Frage, wie schwer sind die Schäden dann tatsächlich und ja, welche Auswirkungen hat das? Aber auch hier entscheidend ist das schwächste Glied und das ist dieser Bauteil, wo mir auch jemand erst kürzlich gesagt hat, wenn das ein paar Cent mehr kosten würde, dann könnte man das gescheiter dimensionieren und würde nicht das Problem darstellen. Aber effizient, daher macht man es günstiger, aber halt nicht robuster und das ist einer dieser großen Stolpersteine. Und dass das nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, zeigt auch dieses vor wenigen Wochen auf dem November-Ereignis in Bayern oder Ostbayern. Da gab es einen Stromausfall lokal und da gab es dann eine massive Störung im Telefonsystem. Betroffen waren vor allem die Polizei und die Bahn. Der Bahnfunk hat nicht funktioniert, damit auch der Bahnverkehr nicht. Wobei das Spannende ist, wo da der Übergang war, weiß ich nicht, weil eigentlich das Bahnnetz eher ein separates Netz sein sollte. Aber das sind halt dann oft wieder Verbindungen, die nicht so mitbedacht sind und die dann weitreichende Folgen haben. Das heißt, wenn sowas passiert, auch die organisierte Hilfe ist nur mehr eingeschränkt handlungsfähig, weil sie nicht oder nur mehr eingeschränkt kommunizieren kann und weil man sich auf diese Dimension nicht vorbereiten kann. Das kann man nicht vorhalten. Das Problem ist hier, dass es sehr viele falsche Erwartungen gibt, vor allem in Österreich auch, die Feuerwehr wird das schon richten, weil die das sonst auch sehr gut richtet. Das wird hier nicht mehr gelingen und das wird auch in Deutschland nicht möglich sein. Ich habe erst gestern einen Bericht überflogen, die FH Aachen hat sich jetzt mit dem Thema beschäftigt und dort wird ein DHW-Mitarbeiter zitiert, der meint, ja, Niederspannung, das können wir mit Notstrom abdecken. Ich glaube nicht, dass die das Thema wirklich verstanden haben. Bei Münsterland ist, glaube ich, auch nicht so weit weg von hier. 2005, großer Ausfall, 80 Gittermasten kaputt, bis zu einer Woche Stromausfall für die Bevölkerung. Und da waren 2/3 der deutschen Großnotstromaggregate im Einsatz. Aller deutschen Großnotstromaggregate. Für betroffene Bevölkerung von rund 250.000 Menschen. Also, wenn wir von 100 Millionen Betroffenen sprechen, dann gibt es die Aggregate nicht. Und das funktioniert einfach nicht. Ganz abgesehen von der Treibstoffversorgung, aber den Aspekt habe ich noch, glaube ich, drinnen. Ja, das heißt, wenn die Telekommunikationsversorgung ausfällt, dann zerfällt die Gesellschaft in Kleinstrukturen. Und das ist, was wir uns eigentlich schwer vorstellen können, weil das sonst bei kaum einem Ereignis oder bisher nicht aufgetreten ist. Und das ist auch das Schwierige bei Blaulichtorganisationen, weil dann funktioniert kein Krisenmanagement mehr. Wenn ich nicht kommunizieren kann, kann ich auch nicht organisieren, kann ich nicht managen. Und daher sind wir dann auf sehr kleinteilige Selbstorganisation angewiesen. Die Frage ist natürlich auch, wie erfahren wir, dass es überhaupt ein Blackout ist und nicht ein lokaler Ausfall, so wie heute? Gute Frage. Wir werden es merken, wenn nichts mehr geht. Vielleicht nicht ganz beruhigend, aber das ist mehr oder weniger die Botschaft damit, weil die erste Stunde oder der erste Zeitraum wird sich noch ähnlich anfühlen. Es ist halt der Strom einmal weg. Ne? Dann kann man mal rausschauen, ist das draußen auch, ist das auch in der Umgebung so. Dann können wir schon mal zum Nachdenken anfangen, aber ich weiß es noch nicht. Das erste wirkliche Anzeichen ist dann, wenn Sie aufs Handy schauen und Sie haben kein Netz mehr oder Sie versuchen anzurufen und es geht nicht. Dann könnten Sie mal
die Haare aufstellen, das könnte dann vielleicht größer werden oder sein. Ja, und der nächste Punkt ist, und eigentlich muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht im Detail, wie es genau hier ausschaut. Die einzige wirklich Möglichkeit wäre dann noch über Radio. Und da vergessen viele das Autoradio. Wobei ich dazu sagen muss, in Österreich. In Österreich sind die Sendestationen bis zu 72 Stunden abgesichert. In Deutschland ist das die Ausnahme. Was ich weiß, vor 2 Jahren in Berlin gab es keine notstromversorgten Sender. Irgendwo, jetzt weiß ich nicht, welche Region, wo jetzt erst der Bericht, da dürfte es auch länger gehen, aber das ist jetzt nicht überall gesichert. Das kann ich jetzt Ihnen nicht sagen, ob es bei Ihnen geben würde. Wenn Sie das nicht haben, dann haben Sie nichts. Es gibt keine Alternative. Also die einzige Hoffnung ist, dass ein Radio funktioniert. Wenn Sie ein Kurzwellenradio oder sowas haben, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, aber normaler UKW, weiß ich jetzt nicht, ob es in diesem Raum funktionieren würde. Und dann bleibt nur mehr Face-to-Face, das heißt, wo ich noch persönlich miteinander kommunizieren kann, entweder weil ich direkt miteinander rede oder weil ich noch eine Restmobilität habe. Und ich war begeistert heute eigentlich, wie viele Räder es in Münster gibt und wie aktiv da gefahren wird. Also Mobilität ist hier durchaus auch ohne Strom und vor allem ohne Verkehrschaos noch möglich. Ja, die nächste Frage, die Sie wahrscheinlich beschäftigen wird, ist, wie lange das nun dauert. Sie haben schon angesprochen, länger. Ich frage mal zurück, was? Das ist nämlich, was viele auch unterschätzen und durch die Bank, auch Einsatzorganisationen, dass es nicht nur ein Thema gibt. Zu Beginn, und auch in der ersten Phase, auch wenn Sie über Radio Informationen kriegen sollten, weiß niemand, wie lange das dauern wird. Die Netzbetreiber bereiten sich darauf vor. Es gibt auch in Deutschland 2 Simulatorzentren, wo das regelmäßig geübt wird, wo österreichische Netzbetreiber da sind, auch die Deutschen und andere, die das versuchen, dort zu üben, um das Handwerk zu lernen. Und man muss aber trotzdem zuerst einmal schauen, was war überhaupt die Ursache, wo ist das ausgegangen, ist was beschädigt und so weiter, und das dauert einmal. Daher ist nicht abschätzbar, wie lange das dauern wird. Und dann gibt es einmal die Phase 1. Das heißt Stromausfall, totaler Stillstand, weil alles andere auch zum Stillstand gekommen ist. Da hängt es davon ab. Ich bin in der glücklichen Lage, in Österreich zu leben. Also bei uns könnte es, aber da muss schon wirklich alles super optimal laufen, ob ein Halbtag aufwärts, aber nicht für ganz Österreich, aber für Teile mal sein. Eher so Richtung 24 Stunden. Das könnte möglich sein, in dieser Zeit wieder hochzufahren. Warum Österreich oder auch Schweiz? Weil wir die Wasserkraft haben, die Pumpspeicherkraftwerke, und das sind riesige Notstromaggregate. Und die fahren das dann wieder an. Und sowas gibt es eben in Deutschland in dieser Qualität nicht, und daher auch die Erwartungshaltung mindestens 6 Tage, eines dieser Simulatorzentren, um das wieder hochzufahren, das Stromnetz. Das heißt, auf europäischer Ebene mehrere Tage, bis das wieder hoffentlich halbwegs stabil funktionieren wird. Das Problem dabei ist, auch aus dieser Simulatortraining-Erfahrung heraus, dass es beim Zusammenschalten, wenn die Länder unterschiedlich hochfahren und dann wieder diese Teilnetze zusammenschalten, es zu nicht vorhergesehenen Ereignissen kommen kann oder falsch gehandelt wird, und dann fällt das Ganze wieder zusammen. Und wenn man sich dann vorstellt, der Operator sitzt seit 24, 48 Stunden da, die Schweißperlen bis da vorne, dann ist das halt eine Chance, dass das leichter passiert, doch relativ hoch. Ne? Also auch wenn der Strom einmal da ist, nicht davon ausgehen, dass das so bleiben wird. Dazu muss er erst irgendwer klar sagen, das ist jetzt wieder gesichert und es funktioniert jetzt wieder wahrscheinlich länger so. Das, was aber immer unterschätzt wird, ist die Phase 2. Das heißt, der Strom ist wieder da, um dann wieder den Rest hochzufahren. Ich habe schon vorher gesagt, wir wissen nicht, wie die Dinge zusammenhängen, wie lange es dauert. Und da kann man mal von Wochen bis zum Teil Monate ausgehen. Monate, warum? Nehmen Sie die Massentierhaltung her, da haben Sie binnen Stunden Totalausfälle. Weil entweder nicht vorgesorgt oder nicht so lange vorgesorgt
Und weil es halt immer wieder auch Beispiele gibt, wo das einfach nicht funktioniert, was vorher gesagt wurde. Und wenn die Lüftung nicht funktioniert, die Fütterung nicht funktioniert, Heizung jetzt im Winter nicht funktioniert, dann ist dort aus. Und das können sie nicht heute auf morgen ersetzen. Aber das ist nicht nur die Tierhaltung, das müssen sie auch im Bereich Gemüse und so weiter erwarten. Wenn man sich anschaut, wie das heute funktioniert, computergesteuerte Gurken wachsen, wenn dann draußen 38 Grad hat und du kannst das nicht mehr bewässern gescheit oder nicht mehr lüften, dann war es das für die Saison. Beginnen wir mal bei der Telekommunikation, schon angesprochen, hier habe ich große Sorgenfalten, was diese technischen Probleme anbelangt. Das heißt, wir sollten zumindest einmal mehrere Tage erwarten, das sage ich jetzt schon mal für Österreich. Und wenn ich 6 Tage sage, steht das Ganze, dann wird es noch schlimmer sein wahrscheinlich. Aber Minimum mehrere Tage, bis die Telekommunikation wieder halbwegs funktioniert. Das ist ein zentralisiertes System und wenn das nicht im weiten Teilen funktioniert, dann funktioniert es auch nicht, wenn die Zelle oder mein Bereich bereits wieder Strom hat. Und erst wenn die Telekommunikation wieder funktioniert, dann kann die Logistik wieder beginnen, Daten abzugleichen. Von Waren, die noch nicht gestorben, verdorben oder sonst irgendwie die Produktion ausgefallen ist. Das heißt, hier sprechen wir dann von wesentlich länger und auch für Österreich die Erwartung, unter einer Woche wird keine Versorgung anlaufen. Das heißt, sie kriegen in die Geschäfte nichts nach. Das, was noch in die Geschäfte ist, kann man vielleicht noch ausgeben, wenn man es rechtzeitig macht, aber es kommt nichts nach. Vielleicht punktuell, aber nicht wirklich das, was wir heute gewohnt sind. Vor allem diese transnationalen Abhängigkeiten um ÖHG auch, sage ich speziell in Österreich immer, auch wenn wir wieder früher Strom haben, viele Güter sind transnational heute unterwegs, produziert, werden von A nach B gekarrt. Und wenn irgendwo dazwischen ein Kettenglied nicht funktioniert, dann gibt es auch bei uns nichts. Und das ist uns auch wieder nicht bewusst. Ja, Thema Notstromversorgung gibt es natürlich, speziell Spitäler. Aber es gibt auch eine Untersuchung in Deutschland aus 2014, wo man mal angeschaut hat, wie schaut es mit der Qualität des Treibstoffs aus. Und die Erkenntnis war, dass bereits 60% bei der Beprobung oder in naher Zukunft kaputt war. Das heißt, auch die, die vorgesorgt haben, haben eigentlich nichts, weil ihr Treibstoff nicht mehr passt. Thema Dieselpest und Alterung vom Diesel vor allem, das der Knackpunkt da ist. Ja, Spitäler haben Notstromversorgung. Das ist schon mal ein guter Punkt. Die Frage ist, wie lange? Unterschiedlich 24, 48, 72 Stunden. Zu was führt das jetzt in dieser Jahreszeit? Heizung, ja, ist auch ein Thema, aber Spitäler haben Notstrom. Was noch? Sie sind Lichtinseln. Was passiert dann, wenn so in der völligen Dunkelheit, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil sowas gibt es normal nicht, solche Lichtinseln auftauchen? Genau, es wird sehr rasch viele Menschen anziehen, vor allem wenn man das so macht wie derzeit in der öffentlichen Kommunikation und sagt, Spitäler haben vorgesorgt, sie haben Notstrom, dann werden die Menschen glauben, ja, die haben auch sonst was. Und ich habe jetzt gerade einige Spitäler in Österreich betreut und ich bin sicher, das wird in Deutschland auch nicht anders sein, die Spitäler sind überhaupt nicht auf so ein Szenario vorbereitet. Sie haben Notstrom, ja, aber sie wissen nicht, wie sie den Treibstoff nachkriegen, von wem, wann. Sie sind nicht vorbereitet auf einen Ansturm von Menschen, die einfach Hilfe suchen und mit falschen Erwartungen hinkommen. Sie sind nicht vorgesorgt, um jetzt mehrere Tage oder sogar länger Verpflegung für Patienten und Personal aufrechtzuerhalten, um überhaupt einen Notbetrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, wenn es irgendwie geht, Spitäler meiden, zum Eigenschutz auch. Das heißt, ja, sie werden ziemlich rasch viele Menschen anziehen, einfach weil eine falsche Erwartungshaltung da ist. Und das andere Thema ist eben die Treibstoffversorgung. Aha. Okay, ist wieder weg.
Da gibt es seit letzter Woche ein neues Paper vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz, BBK, Katastrophenhilfe, finden Sie im Internet auch, wo untersucht worden ist, wie schaut es mit der Treibstoffversorgung in so einem Fall aus. Und leider wurde ich wieder mal mit vielen Dingen bestätigt. Da kann man sich nicht freuen, wenn man sich in diesem Bereich bestätigt wird. Ein Punkt ist die Aussage vom Präsidenten Ungar dazu, wenn das heute passieren würde, würde nichts funktionieren, weil nichts vorbereitet ist in der ganzen Organisation. Wenn man einen Tankwagen heute befüllen kann, wenn irgendwann wieder Strom da ist, dann hat man schon mal einen ersten Punkt gewonnen, aber man kann ihn nicht mehr entleeren, weil die Tankwagen heute mit IT-gestützten Diebstahlsicherungen ausgestattet sind und man kann das nicht einfach dann wieder aufmachen und das wird dann entladen, sondern da gibt es ein Problem. Das gibt es übrigens auch bei Tankstellen, das heißt, die sind heute, vor allem Kettentankstellen, sind heute oft oder häufig mit der Zentrale verbunden, Preisgestaltung und solche Dinge. Und nur wenn die Datenverbindung funktioniert, kriegen sie auch einen Treibstoff. Das heißt, der Strom würde funktionieren, die Pumpe würde funktionieren, aber die Datenverbindung funktioniert nicht, daher gibt es auch keinen Treibstoff. In der Situation während der Phase 1 gibt es 16 Tankstellen in Deutschland, die notstromversorgt sind. Ganz Deutschland 16. Zumindest das ist die Zahl, die ich noch kenne. Vielleicht ist inzwischen eine oder zwei wieder dazugekommen. Aber das ist im Wesentlichen der Status quo. Ja, und eine wesentliche Aussage dazu auch, und das ist auch für den Spitalsbetrieb oder für jeden anderen Bereich, hinzu kommt der menschliche Faktor. Sie brauchen dann auch Personal, das die Treibstoffversorgung wieder ankurbelt, das da ist und das macht. Und wenn das Personal aber nicht vorbereitet ist, dann ist es nicht da, so wie im Spital auch. Ja, viele Fragezeichen. Anderer Aspekt, wer von Ihnen hat eine Photovoltaikanlage zu Hause? Eins, zwei, drei. Sie haben Strom, oder? Sie produzieren Ihren eigenen Strom. Nein? Richtig. Also eine Photovoltaikanlage produziert zwar den eigenen Strom, aber nicht bei Blackout oder nicht bei Stromausfall. Einfache Sicherheitsmaßnahme, weil wenn draußen ein Fehler passieren würde und wird abgeschaltet und Sie speisen einfach ins Netz rein, dann wird es dort den Techniker, der gerade repariert, wahrscheinlich runterhauen oder wird einen Stromschlag bekommen. Daher grundsätzlich Netz, also der Wechselrichter schaltet ab, wenn keine 50 Hertz anliegen. Daher dezentrale Erzeugung ist zwar ein wichtiger Aspekt, aber schafft keinen Mehrwert für diese Situation und daher auch alleine zu wenig für die Energiewende. Sie müssen eine inselbetriebsfähige Anlage haben, das heißt, Sie müssen sich vom Netz trennen können und dann intern das managen können, dann würde das funktionieren. Ist seit wenigen Monaten technisch machbar, zunehmend zuverlässiger machbar und auch preislich machbar. Also das ist nicht, weil es noch keine Tochter hat auch, weil es gar nicht so einfach zu realisieren ist, aber das wäre jetzt möglich. Anderes Thema, Wasserversorgung. Kann ich jetzt Ihnen auch nicht sagen, wie es konkret für hier wäre. Wahrscheinlich auch viele Pumpen im Einsatz. Ich bin in der glücklichen Lage, in Wien zu leben, wo seit 140 Jahren Wasser aus dem Alpengebiet nach Wien transportiert wird. Und vor 140 Jahren gab es noch keinen Strom, daher funktioniert das auch gravitativ. Das sollte auch in weiten Teilen der Stadt funktionieren. Ich weiß es von Berlin. Aber auch Status vor 2 Jahren, da war die Aussage nach 2 Stunden nur mehr bis zum 3. Stock Versorgung möglich. Und nachdem wir da auch nicht solche Berge in der Nähe haben, durchaus realistisch, dass hier auch Probleme auftauchen. Ein Thema, das zusätzlich hinzukommt, ist, es gibt solche UV, ultraviolette Entkeimungsanlagen, die brauchen auch Strom. Und wenn die keinen Strom haben, dann müssen die Schotter dicht machen. Das heißt, auch wenn das noch irgendwie funktionieren würde, dort ist Schluss, wenn keine Notstromversorgung vorgesehen ist. Und beim Wasser ist gar nicht das Problem, dass sie gleich was zum Trinken brauchen, sondern dass sie mal als erstes wahrscheinlich aufs WC gehen müssen. Und für einen Dritten, der das muss, wird das dann ziemlich unangenehme Sache. Aber nicht nur im eigenen Bereich, sondern auch im Kanalsystem. Also wenn die Wasserversorgung noch irgendwie abgesichert ist, im Kanalsystem ist das meistens nicht mehr der Fall. Sie haben Hebeanlagen und spätestens bei der Kläranlage
wenn es kein Blockheizkraftwerk gibt, ist dann Schluss. Dort funktioniert es nicht mehr, weil das ja stromintensiv ist. Und daher muss man rechnen, dass vor allem in Senken und so weiter relativ bald, wenn das Wasser funktioniert, auch zu Austritten kommt. Ich weiß, aus einer kleineren Stadt in Österreich, 13.000 Einwohner, hat man sich das jetzt angeschaut, Ergebnis war 400 Keller binnen 24 Stunden gefüllt mit Kanalabwässer. Und das besonders Problematische dabei ist, es gibt eine Untersuchung in Österreich, es gibt eine ähnliche in Berlin, also kann man das durchaus für den deutschsprachigen Raum hernehmen, wonach rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich von 8 Millionen keine Wasservorräte zu Hause haben. Ich sage immer, ja, Bier und Wein, dann geht es schon ein bisschen. Zumindest für einen Teil, oder? Aber es ist doch eine nicht zu vernachlässigende Zahl. Es werden nicht alle vom Wasserausfall betroffen sein, obwohl auch in Österreich durchaus immer wieder ein größeres Problem. Aber trotzdem, es schränkt den Handlungsspielraum sehr ein. Ein Teil des Problems ist, dass wir in Wien oder auch in anderen Städten eine hohe Qualität am Wasser haben und der die Menschen Leitungswasser trinken und dadurch auch nicht unbedingt das Flaschenwasser zu Hause haben. Aber wenn das ein Problem hat, dann haben sie auch ein Problem. Das andere Thema ist die gesamte logistische Vernetzung. Jetzt sind wir wieder beim IT-Thema. Alles just in time, just in process. Geht nur mit dieser logistischen Vernetzung, mit dieser Effizienzsteigerung. Das heißt, wir werden ziemlich rasch solche Bilder sehen. Hoffentlich nur solche. Auch wenn der Strom wieder da ist und das Geschäft wieder aufmachen, weil während der Situation geht nichts. Das Kassensystem geht nicht, die Beleuchtung geht nicht, die Kühlung fällt aus, nach 4 Stunden müsste theoretisch alles entsorgt werden. Was hoffentlich nicht gemacht wird, sondern rechtzeitig ausgegeben wird, weil das ist noch nicht kaputt. Aber wenn ich jetzt lang warte, dann ist es wirklich kaputt. Und dann habe ich noch ein Entsorgungsproblem auch. Also wenn wieder aufgemacht werden würde, weil es jetzt schneller geht, dann ist wahrscheinlich ziemlich rasch leer. Warum? Weil das, was letztes Jahr der Innenminister gesagt hat, Vorsorge ist sinnvoll, wurde lächerlich hingestellt und dann kommen die Hamsterkäufe. Nicht jetzt, wenn ich es jetzt mache. Jetzt ist Vorsorge, einfach Vernunft. Aber wenn ich sehe, es kann einmal eng werden und jetzt ist es eng, dann versuchen natürlich alle, ihr Wagen vollzurahmen. Das heißt, nach wenigen Minuten ist es wahrscheinlich leer. Hinten gibt es aber nichts mehr nach, weil die Geschäfte heute zum Teil mehrfach täglich beliefert werden. Es gibt keine Lager. Im ungünstigen Fall, vor allem in Deutschland wieder auch erwartbar, wenn ich sage, es dauert jetzt mehrere Tage, was passiert dann? Naja, nachdem Vorsorge nicht cool ist, muss man dann halt schauen, dass man doch irgendwie was herkriegt. Ne? Das heißt, es wird Mitmenschen geben, die in der Verzweiflung oder warum auch immer dann durch die geschlossene Tür gehen. Und wenn die Ersten das machen, wenn die anderen nachfolgen, weil die wissen, mein Vorrat reicht auch nicht viel länger. Und wenn ich nicht schnell bin, dann gibt es nichts mehr. Und wenn das passiert, dann haben wir noch ein größeres Problem, weil dann haben wir die vorgesorgt haben, bald ein Problem, weil wenn die Infrastruktur kaputt ist, dann kann ich dort nichts mehr hinliefern. Daher muss ein wesentlicher Aspekt unser aller Interesse sein, Schutz dieser Einrichtungen. Spitäler dürfen nicht geflutet werden, das muss man vorher abfangen, weil sonst bricht die medizinische Versorgung völlig zusammen und das wieder hochzufahren wird umso schwieriger. Und das Gleiche ist mit Geschäften. Wenn die einmal zerstört sind, dann kriege ich dort länger nichts mehr hin. Und dann sind wir wirklich in einer sehr unangenehmen Lage. Und hier ist das Hauptproblem, auch die Untersuchung, die zum Schluss kommt, dass rund ein Drittel der österreichischen Bevölkerung, und das gilt wahrscheinlich auch hier, spätestens am 4. Tage einer solchen Versorgungsunterbrechung nicht mehr in der Lage ist, sich selbst versorgen zu können. Nach 7 Tagen sind wir bei 2/3. Und ich habe vorher gesagt, unter Wochen, also unter 7 Tagen, wird wahrscheinlich keine Versorgung mehr anlaufen. Punktuell vielleicht ja, aber nicht das, was wir heute gewohnt sind und auch brauchen werden. Das heißt, das ist unsere größte Achillesferse, die wir eigentlich als Gesellschaft haben. Nicht, dass es passieren kann, sondern dass wir so leichtfertig damit umgehen, dass das immer funktioniert und kaum Vorsorge treffen.
Und das wäre relativ einfach zu machen. Ich brauche einfach ein bisschen einen Buffer zu Hause. Ich sage immer, Nudeln und Reis kann ich schon eine Zeit lang ganz gut über die Runden kommen. Es verhungert keiner in dieser kurzen Zeit. Es geht einfach nur ein bisschen was im Morgen auch zu haben. Richtige Frage. Das ist wieder, weil in Österreich sage ich es einfacher, wenn ich sage 24 Stunden, komme ich schon aus ohne Kochen. Es geht vor allem um die Phase 2, wenn ich sage 6 Tage muss ich mal rauskommen ohne Kochen, dann bleibt nur mehr Gaskocher, Griller und solche Dinge. Einen Gaskocher kann ich auch in der Stadt lagern und verwenden. Ich muss nur halt Lüftung schauen. Wenn ich einen Griller und so habe, kann ich das auch noch nutzen. Ne? Im Winter ist zwar vielleicht nicht so cool, aber besser als nichts zu haben. Ne? Auch das muss ich dann vorsagen. Und das ist auch mein Zugang, weil ich sage, überlegen, was brauche ich, wenn ich 14 Tage in einen Campingurlaub gehen würde, wo ich nichts habe, wo ich alles selbst mitnehmen muss oder keine Versorgung mehr habe. Und wenn ich das dann habe, dann habe ich auch die Medikamente, die ich vielleicht brauche oder Angehörige brauchen oder sonstige Dinge, die wichtig sind, auch hygienemäßig zum Beispiel. Ja, ich glaube, auch Ihnen wird es jetzt so gehen, viele Fragezeichen. Was bedeutet das? Die Fragezeichen werden dann noch viel größer werden, weil im Unterschied zu anderen Ereignissen ist bei dem Ereignis, es ist alles intakt und nichts funktioniert mehr. Bei anderen Katastrophenlagen, Hochwasser oder Lawinen in Österreich oder Muren, da ist irgendwas beschädigt und die betroffenen Menschen sind mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Das heißt, sie haben gar nicht Zeit zum Nachdenken über was anderes. Und bei dem Ereignis ist es anders. Es ist eigentlich nichts zum Tun und trotzdem geht nichts. Und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt auch in der Hilfe dann, zusammenhelfen, Dinge machen, einfach beschäftigen, weil wir das brauchen. Vor allem auch zu verhindern, dass vielleicht Einzelne dann doch auf blöde Gedanken auch kommen. Muss man auch vordenken und vorbereiten. Aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt. Damit möchte ich jetzt den Blog ins Ende führen und zwar noch mit einem Ausblick in die Schweiz. Warum Schweiz? Weil die Schweiz sich schon länger damit intensiv beschäftigt. Nur mal zu verdeutlichen, am 2. Jänner heuer gab es eine 9-stündige Sondersendung von 13 bis 22 Uhr im öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Das heißt, im Fernsehen ist nur das Thema Blackout behandelt worden. Ist bei uns nicht vorstellbar, in Deutschland wahrscheinlich auch nicht. Jetzt kann man sagen, okay, die Schweizer sind sowieso ein bisschen suspekt, die sind immer ein bisschen so sicherheitsaffin und so ein bisschen militant vielleicht auch. Der Hintergrund ist, es gibt eine staatliche Risikoanalyse. Erstmals 2012 erstellt, 2015 aktualisiert. Und die zwei wahrscheinlichsten und mit weitreichendsten Folgen behafteten Ereignisse für die Schweiz sind Pandemie und ein Strommangellage oder Blackout. Und beim Thema eben Strommangellage, Blackout ist das ein Ereignis eingestuft alle 30 Jahre Risikomanagement. Jetzt haben wir gesagt 42 Jahre. Also die Statistik passt nicht ganz, aber wir sind schon ein bisschen drüber. Ne? Und wenn die Schweiz ausgefallen ist, dann können Sie davon ausgehen, dass Österreich, Deutschland wahrscheinlich auch mit ausgefallen ist. Die Schweiz und Österreich sind mit im Zentrum des europäischen Verbundnetzes und vor allem auch für die Systemsicherheit wesentlich. Und wenn die einmal stehen, dann wird es wahrscheinlich weite Teile Europas treffen. Und das andere, das ich jetzt abschließend zeigen möchte, muss ich kurz umswitchen, ist, es gibt ein Video seit 2014 auch, das sich an die Bevölkerung richtet, um das zu thematisieren. Und das möchte ich Ihnen noch zeigen, um das Ganze zusammenfassen, welche Auswirkungen damit verbunden sind. Auf dem Player. Die Schweiz, ein gewaltiges Netz. Wir alle sind miteinander verbunden.
über Schienen und Autobahnen, über Kupferdraht und Glasfaser, über Wi-Fi und Bluetooth. Wir planen kurzfristig. Speichern müssen wir nicht. Alles ist jederzeit verfügbar. Das verdanken wir den Netzen, die uns verbinden. Und dem einen Netz, das alle anderen Netze verbindet. Doch was wäre, wenn dieses Netz ausfällt? Ja, das war schon schlimmer. Aber ich mache alles. Bis das der Ton steckt so das. Okay, da hat etwas übersprungen. Wurscht. Weil die Ölheizungen ausfallen, wird die Nacht nicht nur dunkel, sondern auch kalt. Sind die Wasserspeicher einmal leer, versiegt das Trinkwasser. Dann funktioniert auch keine Toilettenspülung mehr und keine Kläranlage. Nur wenige Lebensmittelgeschäfte haben geöffnet. Und ohne Bargeld geht sowieso nichts. Kühlhäuser tauen auf. Die meisten Esswaren verfaulen. Und neue Lieferungen gibt es nicht. Die ganze Logistik bricht zusammen. Hunger und Durst treffen jeden. Verwahrloste Quartiere und große Siedlungen leiden am stärksten. Wie lange dauert es, bis die Plünderungen beginnen? Wie viele Polizisten erscheinen noch zum Dienst? Mit jedem Tag nehmen die Probleme zu und gleichzeitig schwindet die Tatkraft der Behörden. Wenn die Bevölkerung das Vertrauen verliert, dann hat der Staat versagt. Lassen wir es so weit kommen. Ein Stromausfall hat viele Folgen. Menschen kommen nicht mehr nach Hause. Die Industrie steht still. In Stunden verenden Millionen Tiere, weil Lüftung und Futtersysteme ausfallen. Aufgrund der fehlenden Hygiene herrscht Seuchengefahr. Spitäler haben Notstrom, sind aber hoffnungslos überfüllt. Wir sind abhängig vom Strom. Nur vergessen wir das, weil er immer da ist. Einen kompletten Stromausfall haben wir noch nicht erlebt. Aber wären wir darauf vorbereitet? So, ich denke, die Frage können Sie mittlerweile beantworten. Auch wenn es wenig
befriedigend ist, aber ja, man muss Dinge ansprechen, wie sie sind. Trotzdem möchte ich jetzt noch im letzten Teil darauf eingehen, was können wir trotzdem tun, weil es kein Kometeneinschlag, wo wir einfach ausgeliefert sind. Das, was ich halt häufig erlebe, ist einmal Kopf in den Sand, wird schon nicht kommen, ist eine Möglichkeit, aber nicht wirklich sehr empfehlenswert, beziehungsweise ist das nicht ein Ereignis wie viele andere, wo man sagen kann, das wird schon Nachbarn treffen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch klar. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist einmal dieses Wissen. Und da haben Sie jetzt schon einen großen Vorteil gegenüber vielen Menschen, die jetzt da draußen unterwegs sind, die noch nie davon gehört haben. Sie haben jetzt schon mal Vorstellungskraft, was das bedeuten könnte, was auf Sie zukommen könnte. Es wird Sie nicht unbedingt beruhigen, aber Sie haben ein bisschen einen weiteren Horizont, wie wenn Sie dann nur mehr im Tunnelblick sind. Aber das ist nur der Beginn. Sie müssen dann auch ins Handeln kommen. Wir alle, vor allem Sie auch persönlich. Und das ist auch meine wichtigste Message für Sie heute Abend, was Sie mitnehmen sollen, wie schaut es bei Ihnen persönlich aus? Das Wissen in der Familie, je nachdem, welchen Alter Sie jetzt sind, haben Sie Kinder, Enkel, Partner, der aber anders arbeitet, wenn es am Tag passiert, wie mache ich Familienzusammenführung, wie funktioniert das, wenn ich nicht mehr kommunizieren kann und vielleicht nicht mehr fragen kann, weil der Verkehr ist auch ziemlich zeitnah wahrscheinlich tot oder steht im Stau alles, wie organisiert es? Und da geht es einfach auch um die Fragestellung, wenn die Familie mal weiß, dass sowas möglich ist, dass man schon schauen wird, irgendwie wieder zusammenzukommen oder was ausmacht, dass man wieder diese Ungewissheit herausnimmt oder reduziert. Wenn ich gar nichts weiß und nicht kommunizieren kann, wird das wahrscheinlich um Stufen schlimmer sein. Einfach mal drüber reden, was man machen könnte, wenn sowas eintreten sollte. Der zweite Aspekt, der noch wesentlicher ist, wie schaut es mit Ihrer Selbsthilfe und Eigenvorsorge aus? Sind Sie in der Lage, 1 bis 2 Wochen zumindest ohne Einkaufen gehen, über die Runden zu kommen? Sie deuten ja, sehr gut. Ich hoffe, der Rest auch. Wenn nicht, ab morgen. Das ist ein wesentlicher Punkt, dann steigt die Handlungsfähigkeit wieder. Und das betrifft auch überall das Personal und das erlebe ich auch im Netzbetrieb, also in der E-Wirtschaft selbst, wo man eigentlich auf das auch noch nicht so wirklich gedacht hat. Man übt zwar jetzt diesen Netz wieder auf und so weiter, aber was dahinter auch notwendig ist, dass das Personal überhaupt verfügbar ist, das ist oft nicht so klar. Und da geht es dann nicht nur um die Operator, die wir hoffentlich besser vorgesorgt haben, weil sie eher bewusst sind, was das bedeuten könnte, aber auch viele andere, die vielleicht auch noch zuarbeiten müssen. Ja, und dann je nach, in welcher Organisation sie sind, wie geht es auch beim restlichen Personal, Mitarbeitern und deren Familien weiter. Und wenn dieser Baustein nicht da ist, dann ist alles andere auf Sand gebaut. Und das ist derzeit eines der größten Probleme, weil dieser Baustein nicht da ist, werden die anderen Dinge auch nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Spätestens nach ein paar Tagen, wenn die Leute einfach nicht mehr kommen, wenn sie daheim eine große Notlage haben und ein Problem haben. Und wie wir dann das wieder hochfahren, das ist ein Fragezeichen, das sehr groß ist. Das heißt, es geht immer um sowohl als auch. Ich brauche diese Basis und dann können alle Maßnahmen, die ich top-down, Einsatzorganisationen, DHW oder sonstige machen, überhaupt erst funktionieren. Der andere Aspekt, kurz auch angerissen, wie könnte es dann gehen, wie könnte die Energiewende funktionieren oder insgesamt, wie kann man ein lebensfähiges Systemdesign gestalten? Da gibt es 3 wesentliche Eckpfeiler. Das eine ist einmal Energie-, Ressourcenbedarfssenkung, Einfachheit. Und das betrifft genauso die IT. Unsere IT-Lösungen sind immer mehr aufgepropft, werden immer komplexer oder undurchsichtiger und ja, auch damit weniger beherrschbar. Und vor allem im Infrastrukturbereich sollten wir eher Richtung einfache Systeme wieder gehen, die noch überschaubar sind und beherrschbar sind. Dann Dezentralität. Komplexe Systeme lassen sich nicht zentral steuern. Und die Smart Grid-Ansätze mit zentraler IT-Steuerung, das ist ein No-Go. Das ist einfach nicht machbar. Ich brauche autonome, dezentrale Systemgestaltung, die ich durchaus wieder miteinander vernetzen kann, eine europäische Zelle auch machen kann. Aber ich muss auch Unterstrukturen schaffen. Die haben wir gehabt bis zur Marktliberalisierung. Da hat es in jedem Land
eigentlich Balancegruppen geben, wo das auch so aufgebaut war, aber halt auf die alte Kraftwerkssituation. Und dann ist der Markt gekommen und dann war alles eine Suppe. Und diese Suppe wird auf Dauer nicht funktionieren. Und der dritte wesentliche Aspekt ist Fehlerfreundlichkeit, Fehlertoleranz und Diversität. Monokulturen, wissen wir jetzt auch aus der Landwirtschaft und so weiter, sind kein guter Ansatz. Und das gilt auch bei diesen Systemen. Der andere Aspekt ist, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Von unserem Sicherheitsrisikodenken hin zu einem Robustheit- und Resilienzdenken. Unabhängig vom möglichen Szenario, das eine Störung auslösen kann, brauche ich robuste Strukturen. Und das ist genau im Widerspruch zu dem, was wir heute machen, weil heute geht alles um Effizienzsteigerung. Und wir hinterfragen nicht mehr, ob es sinnvoll ist oder eine Robustheit drin hat. Ganz im Gegenteil, Notstrom oder Redundanzen sind totes Kapital und das wird noch rausgenommen. Verstärkt das ganze Problem. Und entscheidend sind natürlich die möglichen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Das andere Thema ist Risikomanagement. Wir haben sehr gut im Griff, was rot ist, das auch, was noch ein bisschen gelb ist. Aber das, was dann rot wird, das ist ausgeblendet, weil das sehr selten auftritt und daher ja, gibt es eh nicht. Und das gibt es auch im Finanzsystem, wo man das festgestellt hat, diese extrem seltenen Ereignisse, aber die dann sehr disruptiv sind, werden einfach ausgeblendet. Und das ist Selbstbetrug. Das Ganze nennt man auch Low Probability oder High Impact Ereignisse, die möglich sind. Synonym dafür der schwarze Schwan. Schwarze Schwäne sind extrem selten, aber es gibt sie. Nur weil man keinen gesehen hat, heißt es nicht, dass es keine gibt. Und das gilt auch für dieses Ereignis. Ja, und der zentrale Punkt, und das ist für die gesamte Komplexitätsthematik, ist Kommunikation, Beziehungen. Also wenn ich mit Komplexität umgehen will, dann muss ich auf die unsichtbaren Fäden, die verschiedenen Dinge miteinander verbinden, achten. Und das erfordert vor allem für uns Menschen Kommunikation. Interdisziplinär, transdisziplinär zusammensetzen, auf das Ganze blicken und die unterschiedlichen Aspekte mal zu erfassen, um was geht es da überhaupt. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den Sie auch generell mitnehmen können. Damit komme ich zu den Schlussfolgerungen. Blackout ist ein Katastrophenszenario, auch wenn es vielleicht bis heute Ihnen nicht so bewusst war, aber es ist einfach ein realistisches Ereignis. Gleichzeitig ist mir wichtig zu sagen, dass es nicht das einzige Szenario ist, das weitreichende Folgen haben kann. Für mich ist immer so das Pandemie-Thema auch, das auch im Raum schwirrt und irgendwann wahrscheinlich schlagend wird. Und wenn dort haufenweise Menschen erkranken, dann wird die Versorgung genauso einbrechen oder zusammenbrechen. Weil wenn die Leute nicht mehr arbeiten gehen können, dann wird das System dahinter nicht funktionieren. Und der macht Vorsorge in jedem Fall Sinn und ist nicht nur für dieses eine Thema sinnvoll. Die vier wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassend. Ein solches Ereignis ist möglich und aus meiner Perspektive sogar sehr wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus, dass es in den nächsten 5 Jahren passieren wird. Ob es jetzt dann 6 Jahre sind oder kürzer, ist dann unerheblich. Es geht einfach um die Auswirkungen. Und meine persönliche Vorsorge ist, dass ich, wenn ich reise, und ich reise in der Regel mit der Bahn, mein Rucksack ist halb voll mit Notfallausrüstung. Weil nichts blöder als das, ich rede seit Jahren über das Thema und dann bin ich genau auf der Zugstrecke und auf mich alleine gestellt. Ne? Ist auch ein Teil meines Notfallplans. Aber ja, unterstreicht es, dass ich es ernst mache vielleicht auch. Ne? Das andere ist, die Auswirkungen übersteigen bei weitem unsere Vorstellungskraft. Ich habe jetzt versucht, schon eigentlich zu viel darzustellen für diesen Abend, aber ich glaube, das ist nicht alles, was damit verbunden ist. Das, was wir im Alltag sehr gut aufgebaut haben, die organisierte Hilfe, wird bei diesem Szenario nicht zur Wirkung kommen. Punktuell ja, aber für die Masse nicht. Daher sind wir alle selbst gefordert, jeder von uns muss was tun. Und das beginnt mit der persönlichen Vorsorge, um uns darauf vorzubereiten. Ja, nochmals, Schutz und Sicherheit ist zwar wichtig, aber alleine zu wenig. Wir brauchen auch Rückfallebenen. Es gibt kein System, das zu 100% sicher ist und immer funktioniert. Und je komplexer das wird, desto wahrscheinlicher geht was schief. Und daher brauchen wir einerseits robuste Infrastrukturen und zum anderen resiliente Menschen, die mit sowas auch umgehen können. Ja, und zum Abschluss möchte ich Ihnen trotzdem auch das noch mitgeben, eine gewisse Gelassenheit, trotz dieser erdrückenden Aussichten.
weil wir nicht alles absichern und vorbereiten können. Sie können ein paar Bausteine setzen, aber das andere ist, dann muss man es auf sich zukommen lassen und damit umgehen. Und wir werden es auch schaffen. Menschen haben das immer geschafft. Aber je besser wir diese kleinen Dinge machen, die möglich sind für uns alle, desto leichter wird es möglich sein. Damit hoffe ich, trotz vorweihnachtlichen Zeit, nicht ganz passend, aber trotzdem ein bisschen Einblick in eine etwas andere Realität, die Ihnen vielleicht bis heute nicht so bewusst war, geben konnte, und wünsche Ihnen trotzdem noch eine angenehme Vorweihnachtszeit. Dankeschön.